Hallo Leute, hier ist Schutzmann. Ja, der liebe Hawker, der liebe Reini und die liebe Tante Emma waren unterwegs. Zwei Brüder. Ach, schöne Map, schöne Map. Wollen wir mal gucken. Der Hawker ist in der Stroh 43 unterwegs. Stroh. Keine Ahnung, wie ich das ausspreche. Wir sind Top-Tier. Oh, volle Anzahl Schlachtschiffe. Nur ein U-Boot, kein CV. Besser kann es nicht werden. Und wir starten in der Mitte. Ne? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was der liebe Hawker da reingestopft hat in den Replay-Ordner. Stroh 43 soll sehr stark sein. Lass uns einfach mal hier schauen. 120 mm. 3,7 Sekunden Nachladezeit. 1700 auf der HE. 10% Brandwahrscheinlichkeit, 20 mm Pen, 2100 auf der AP. Wir haben 10 km Torpedos, 8 Ladungen in der U-Boot-Abwehr, normale Reparatur. Wir haben kurzen Nebel, 61 Sekunden, und wir haben eine Reparatur, eine leichte Reparatur. Wir gehen auf 6,8 auf. Puh, das schon ziemlich weit oben, aber es ist Tierstufe 7 ist halt so eine Sache. Da gibt es nicht viele DDs, die irgendwie einen krassen Tarnwert haben. Stroh 43 wirkt jetzt auch nicht auf super schnell. Schaffen ja gerade noch nicht mal 39 Knoten. Das ist nicht besonders viel. Wir fahren hier erstmal ganz entspannt zum R-Cap. Ich hätte mir natürlich auch so ein klitzekleines bisschen gewünscht, dass ihr die Mitte pusht, aber anscheinend wollt ihr auf Nummer sicher gehen. Was ja auch völlig okay ist. Was machen die Torpedos eigentlich an Schaden? 7533, das ist nicht viel. Langt aber, um gut damit DDs zu bekämpfen. Auf Stufe 7, ja, sind ja noch viele Leute unterwegs, die ein bisschen noch am Anfang ihrer Warships-Karriere sind. Oh, wir bekommen einen Zyklon. Ja, auf Stufe 7 sind natürlich noch viele dabei, die am Anfang ihrer Warships-Karriere ist. Gut. Bisschen wie eine Kase. Und mal gucken. Oh, die Mine Kase wuselt aber ganz schön. Die fährt jetzt breit, das ist. Oh, ja, das ist aber sehr schlecht beinahe. Bei einer Strott kann das aber sehr nach hinten losgehen. Gut, ja, die Torpedos sind ja aber von der Minekase schnell wieder ready, also muss man aufpassen. Kommen hier Wasserbomben. Reini steht mit seiner Belfast außerhalb des Smokes. Tante Emma kommt auch langsam an. Wir sind natürlich auf, das ist schlecht. Vor allen Dingen bei einer Scharnhorst 43. Aber wenn wir offen sind, kann man auch schießen. Ne? Ja. Natürlich kann das auch bedeuten, dass denn die Mine K so ein bisschen verrückt wird. Mad Max lungert schon so ein bisschen in deine Richtung mit den Kanonen. Ja. Gut, ausgewichen. Schön ausgewichen, Hawker. Ja, jetzt versammelt sich natürlich sehr viel vor dem R-Cap. Da muss man ein bisschen auf. Oh, da war das U-Boot. Das Gegner-U-Boot. Oder war dieser Pingschaum jetzt von unserem U-Boot? Aber ich. Nee. Es sieht so aus, als ob die Schlachtschiffe haben dort U-Boot-Abwehr hingeworfen. Ja, ist jetzt die Frage. Versucht man jetzt hier den Cap noch ein bisschen zu unterbinden oder fährst du einmal rüber und hilfst den Schlachtschiffen, das U-Boot zu bekämpfen?
Hawker macht erstmal Dauerfeuer auf die Britannia. Wieder Radar. Da kommt der nächste DD. Oh, eine Fahrergut, da muss man aufpassen. Die hat natürlich schöne Kanonen, ne? Die schießt aber mit AP, was unser Glück ist. Faragut ist halt ein sehr starker Gandidio. Tante Emma pusht da ziemlich hart rein. Nicht so viel breit, Tante Emma. Hawker nutzt das ein bisschen, um Dauerfeuer auf die Scharnhorst 43 zu setzen. Man muss halt nur aufpassen wegen Torpedos. Da kommen wir nicht schon. Wir sind auf. Das war das da. Ne, U-Boot ist dort unten. Mackensen hat das U-Boot erledigt. Können wir jetzt ja hoffen, dass die beiden Schlachtschiffe ein bisschen in der 1-2er Linie durchdrücken. Wir haben noch über eine Minute Sicht auf die gegnerischen Schiffe. Dann geht's los. Drüben der D-Cap ist gefallen. Sind auch nur noch drei Schiffe. Versus 5, das ist natürlich immer so eine Sache. Sieht so aus, als ob sich da der DD und Kreuzer oder Schlachtschiff, man kann es schlecht sehen. Aber man kann auch ganz entspannt jetzt die Scharnhorst runterfahren, dann ist schon mal ein Problem weniger. Oh, nice. Schöner Abfackelkill. Wir kommen hier halt nicht relativ vorwärts, weil das U-Boot so lange aufgehalten hat. Wir haben hier zwei DDs. Unten der DD bleibt einfach hinter der Insel stehen, unser DD. Keine Ahnung, was das soll. Aber jetzt ist eh eingeschränkte Sicht. Vielleicht kriegen wir jetzt die Chance, dort die den Cap wieder zu holen. Der Gegner drei Kill. Oh, Graf Spee ist draußen. Ja, drüben ist alles gefallen. Reini macht Dauerfeuer auf die Britannia. Und jetzt muss langsam was passieren hier. Ich meine, es ist noch nichts verloren. Schiffstechnisch ist es ausgeglichen. Cap-technisch ist es absolut schlimm. Wir sind aber noch nicht auf, das heißt, die DDs sind rausgefahren, das ist gut. Die Faragot schießt zum Glück AP. Die Grom hat die Nicholas rausgenommen. Drüben ist alles gefallen. Faragot nebelt. Oh, da vorne ist die Mine Kase. Die wäre vielleicht erstmal wichtiger. Ja, so wurden wir jetzt wieder zurückgesetzt. Britannia spottet Hawker noch. Müssen wir sehen. Torpedos sind auf die Magensen gegangen. Er müsste ja gleich wieder zugehen. Manchmal sind 30 Sekunden wirklich lang. Torpedos sind ready. Schauen wir mal, ob er im Nebel stehen geblieben ist. Ganz einfach. Unser U-Boot fährt die ganze Zeit getaucht ab. Das ist sehr schade. Boah, ich mich erschrocken, alter Schwede. Der scheiß Gewittersturm hier, ey. Ja, wollen wir mal schauen. Und? Ne, sieht leider nicht so aus. Aber wir haben den Cap, das ist schon mal sehr gut. Scheiß Modus? Na, schimpf nicht. Schimpfen bringt nichts. Jetzt beginnt wieder so dieser Karussell-Modus. Ja, jetzt ist hier aber aus mit der Minekase.
im Nahkampf keine Chance. Mine Kasa hat geschossen. Oh, sehr schön. Jetzt wäre natürlich schlau, wenn Hawker einfach mal zurückfahren würde zum C-Camp. Weil Tante Emma und Reini haben halt Hydro, Radar, Secondary, schöne HE. Na, ah, jetzt ist Hawker ein Idiot, okay. Das wird sicherlich einen Grund haben, warum unser Marketing-Spieler sagt, dass er ein Idiot ist, aber na gut. Reini pinkt in die Mitte, ja, muss zurück. Unterstützt das verbündete Ziel, alle Stationen, schützt das Ziel. Das U-Boot fährt die ganze Zeit getaucht. Das ist natürlich nicht sehr praktisch, aber wie gesagt. Wir sind Top-Tier, wir müssen hier ein bisschen Druck machen. Also diese 38 Knoten sehen aber auch total langsam aus, ne? Es wirkt richtig, als ob die Stroud einfach nur schleicht. Ja, beide DDs fahren in den C-Cap. Die Schorsch hat die Mangelsen rausgetaucht. Naja, gut. Vier Kilometer Torpedos, naja. Soll man dazu sagen. Kann passieren. Darf aber nicht passieren. Ach, die Schachalot hat für einen Hawker angeschimpft. Naja, gut. Wir müssen hier was machen. Oh, Fahrgold ist tot. Das ist sehr, sehr schön. Die Grom ist in den Cap. Die beiden oben nehmen den nächsten Cap ein. Aber die haben keine Chance. Faragut ist ja quasi so gut wie tot. Aber schnell ist sie ja nicht, ne? Jo, nice. Jetzt als nächstes die Grom. Der hat gemerkt, dass er anscheinend hier in eine ziemlich schwere Situation gefahren ist. New Orleans kann sehr wehtun. Schlachtschiff kommt auch nochmal. Wir sind genebelt. Hogger wechselt schön auf AP. Das sollte man auch machen. Das ist sehr gut. Generaloffensive, sehr schön. Jetzt muss man natürlich sehen, willst du nochmal Torpedos schmeißen auf das Schlachtschiff? Die Grom ist hier irgendwo. Nee, aber die ist auch tot, ja. Die steht auch sogar richtig Breitseite, aber die Grom hat, glaube ich, die besseren Kanonen als die Stroud. Krake freigelassen, Glückwunsch. Oh, abbremsen einmal. Koordinierter Angriff, oh herrlich, 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 herrlich. Ja, jetzt ist natürlich DD Heaven hier. Zwei Full-Life-Schlachtschiffe noch. Aber das wirkt auch wirklich super langsam. Ich weiß nicht, ob es an Hawkers Ansicht liegt, aber die Stroud ist jetzt kein schneller, kein flinker Fisch hier. Ja, ein bisschen auf Abstand. Die letzten beiden Schiffe sind bei Hawker zugange. Sehr schön. Nochmal ein Torpedotreffer. 40.000 und Krake. Ja, Mann. Ich gehe außen lang, sagt Tante Emma. Ich weiß nicht, Reini wollte sicherlich nach innen. Tja, ich sehe es richtig. Es juckt in den Fingern, aber eine Bayern runterschießen. Bayern ist, wie gesagt, wie schon in unzähligen anderen Replays angesagt, wenn ihr mal gegen eine Bayern im Gegnerteam habt, passt bloß auf, das Ding ist wirklich gefährlich.
Torpedos ready. Bayern dreht ab. Schön anschießen. Ich weiß nicht, Secondary der Bayern, wenn die voll ausgebaut ist, schafft auch 8-5. Also da müsst ihr auch mal aufpassen mit euren leichten Kreuzern oder DDs. Die Hauptgeschütze sind halt nicht sehr genau. Du musst dicht ranfahren mit der Bayern. Das kann die aber auch. Vielleicht nicht als Top-Tier, aber Mid-Tier und High-Tier ist Bayern wirklich eine Macht. Oh, nochmal zwei Torpedotreffer. Jetzt hat er repariert. Wenn er jetzt brennt, dann nochmal Stoßtrupp. Sehr schön. Reini hat die andere Bayern rausgenommen. Jetzt geht's los hier. Schön raufbolt. Reload. Leer machen. So, und vielleicht schafft unsere Divi denn ja nochmal 8 Kills. Boah, das ist auch immer sehr stark. Deshalb mag ich diese Auszeichnung koordinierter Angriff sehr gerne. Krake ist natürlich eine richtig krasse Einzelleistung. Ne? Also das stimmt natürlich, aber koordinierter Angriff ist halt wirklich eine krasse Teamleistung. Ne? Oder eine krasse Anerkennung von deiner Teamleistung, also der Divisionsleistung. Wollen wir mal gucken. Tante Emma kommt langsam von hinten. Ja, nice. 9 Kills, meiner Sache, schreibt Tante Emma, ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön gespielt. Wirklich sehr schön gespielt von euch. Koordinierter Angriff. Ich liebe diese Auszeichnung. Glückwunsch zu Krake. Ne? Neunmal verteidigt. Was hat das Base XP gemacht? Ja, Reini fast 2000. Hawker fast 1900. Und Tante hat fast 1800. Ja, 9 Kills in der Divi. Das ist wirklich stark. Das ist wirklich stark. Was gab das netto? 447.000. Ja, ist okay. Aber wie gesagt, koordinierter Angriff, schockt. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.